Möchten Sie? Gerne. Ja, dann bitte, bedienen Sie sich doch. Das ist etwas schwergängig. Ja, ich probiere es. Ich habe schon mehr in meinem Leben geschafft. Dankeschön. Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit haben, Herr Wippert. Das ist mir für mich eine sehr große Ehre. Mhm. Also ich kann Ihnen schon mal versichern, dass wir heute immer noch Ihr Werk rezipieren, also vor allen Dingen Ihr Katakombenwerk, aber durchaus auch Ihr Sarkophagwerk. Also eigentlich das können wir sagen, mich. Alles. Wir sind da vielleicht nicht unbedingt kritiklos, das möchte ich auch gleich sagen, aber es ist, ich habe es ja auch dabei. Es ist ja durchaus ein sehr gewichtiges, schweres Werk, muss ich sagen. Ich habe da viele Jahre Arbeit hineingesteckt. Und ich habe alles, was davor war, habe ich übertroffen. Ja, wirklich, würden Sie wirklich sagen, Sie haben alles übertroffen, was es vorher gab? Ich habe die ganzen schlechten Reproduktionen und Abbildungen, die es gab von den Katakomben, von den Malereien, später auch von den Sarkophagen, habe ich versucht, durch eine akribische Arbeit neu zu fassen und der Welt zur Verfügung zu stellen. Ja. Die Technik, die ich eingesetzt habe, die Arbeit, die Mühe, ich habe meine Gesundheit in den Katakomben gelassen, so engagiert war ich. Das hat vor mir keiner gemacht. Okay, also ich würde da gerne an ein paar Punkten jetzt ein bisschen einhaken. Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben eine neue Technik für die Abbildung verwendet. Ich glaube, eine Foto-Aquarell-Technik. Das heißt, Sie haben wirklich vor Ort gearbeitet und dann später die Abbildung kolorieren lassen? Ja, genau das war meine Herausforderung, die ich mir gesteckt habe. Wir sind hineingegangen mit einem Team, mit Fotografen, mit Malern und haben immer versucht, direkt vor Ort ganz nah, möglichst nahe heranzugehen. Bei den Katakomben war das weniger schwierig als dann später bei den kirchlichen Bauten, als ich oben die Malereien abfotografiert habe. Haben Sie sich Gerüste gebaut? Oder was ich als erstes gemacht habe, war, dass wir herangegangen sind mit meterhohen Gerüsten und möglichst nahe abgelichtet haben. Ja. Das haben vor mir die wenigsten getan und das hat eine deutlich höhere Qualität erzeugt, als das meine Vorgänger getan haben. Ja, also ich muss Ihnen sagen, wir nutzen heute noch Ihre Abbildung tatsächlich. Jetzt ist es natürlich auch so, Sie sind schon so lange tot, dass wir die auch nutzen dürfen. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber wir finden heute noch die Qualität ganz großartig. Sie haben ja auch Fehlstellen kenntlich gemacht. Etwas, was vorher nicht unbedingt immer passiert ist. Trotzdem ist es so, dass wir manchmal Ihren Bildern auch nicht ganz trauen. Also wir sagen immer, ja, den Wippert, den kann man nehmen, aber man muss noch mal sich die jetzigen Fotografien angucken, ob er da nicht durchaus schon Deutung in das Bild hineingetragen hat. Ich habe das natürlich gedeutet, wenn Fehlstellen waren, aber meine Deutung geht immer davon aus, dass die frühchristliche Malerei, die Malerei in den Katakomben so ausgestattet war oder so konzipiert war, dass sie einfach und klar zu erkennen ist. Mhm. Die Maler in den Katakomben wollten keine Geheimnisse malen, sondern sie wollten leicht zugängliche, leicht erschließbare biblische Figuren heranziehen, Deutungsmuster, Symbolwelten heranziehen. Und das lässt sich dann leicht überführen dann in eine Interpretation. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel sehe, der gute Hirte, der hier abgezeichnet ist, natürlich ist hier dieses johannäische Bild herangezogen worden. Da muss ich Sie kurz unterbrechen. Wie kommen Sie denn darauf? Also wieso ist das für Sie so klar, dass wir es hier mit dem biblischen guten Hirten zu tun haben? Die frühen Christen haben versucht, in ihrer Symbolwelt, in ihren christlichen, frühchristlichen Vorstellungen eine Ikonografie zu entwickeln, die sich abgesondert hat von der paganen Umwelt. Ja, also würden Sie tatsächlich sagen, es gibt die pagane Umwelt und davon scharf getrennt entsteht dann das christliche Bildprogramm? Ja, natürlich. Ja?
Also wir gehen heute von was ganz anderem aus, das kann ich Ihnen sagen. Also Ihre Meinung ist ja vollkommen überholt. Das sind Sie in der Tradition der protestantischen Gelehrten, ja, die ich immer wieder kritisiert habe. Schauen Sie in eines meiner berühmtesten Werke, Prinzipienfragen. Ja, dort habe ich bewusst, mich dagegen gewandt, dass diese Gelehrten aus Deutschland immer wieder pagane Vorstellungen, pagane Symboliken hier als Vorbilder genommen haben. Aber was stört Sie denn so sehr daran? Was macht das denn schlechter? Also wieso ist die Einbeziehung des Kontextes denn für Sie so ein Affront? Also das wirkt auf mich, als wären Sie persönlich angegriffen, wenn ich sage, wir müssen den Kontext einbeziehen und wir müssen die christliche Bildsprache als etwas begreifen, das aus dem Kontext heraus entstanden ist und wo man sich bedient hat an dem, was an Bildentwürfen schon da war. Jetzt brauchen Sie mich gar nicht so anzugucken. Sehen Sie, Sie wissen ja, dass ich in Innsbruck studiert habe, an einer Universität, die dafür berühmt ist, sich gegen all diese Modernismen, die in meiner Zeit die katholische Kirche umspült haben, sich gewehrt hat. Mhm. Und da ist es wichtig, dass wir als römische katholische Kirche eine christliche Archäologie verfolgen, die bewusst darauf zielt, die christliche Malerei als eine kontinuierliche, ungebrochene Tradition zu sehen zur heutigen römischen Praxis. Was die heutige katholische Kirche macht, das zeigt sich schon in einer Sukzession bis zum frühen Christentum. Also es ist ja auch so, dass Sie datieren ja die Katakomben unfassbar früh, muss man sagen. Das ist etwas, wo wir heute sagen... Es spricht nichts dagegen. Ja, aber es spricht auch nichts dafür. Tatsächlich. Also warum sollte denn sich so spät eine römische Katakombenmalerei, die christlich geprägt war, herausgebildet haben? Natürlich waren das die frühen Christen, die ersten Generationen, die hier schon ikonografisch sich verewigt haben. Das ist doch klar. Nee, das ist eben nicht klar. Und ich frage mich bei Ihnen immer, spricht da eigentlich der Archäologe oder spricht da der Priester? Ich habe immer gesagt, die Archäologie, die christliche Archäologie, muss sich als eine Wissenschaft behaupten. Aber sie ist dennoch einem Markt der Kirche. Das ist das Wichtige. Die Kirche kann sich darauf verlassen, dass wir hier das beweisen, was ihre gegenwärtige Praxis ist. Also das heißt, es geht Ihnen schon darum, etwas, also die Dogmen der katholischen Kirche zu beweisen. Ich muss sie nicht beweisen. Sie sind offensichtlich. Aber Sie nutzen Ihre archäologischen Erkenntnisse, um die Dogmen der katholischen Kirche zu beweisen. Sie zeigen es ja auch. Meine jahrelangen Forschungen haben bewiesen und haben gezeigt, dass es hier keine Brüche gab, sondern dass hier schon früh im Urchristentum, in der frühen Christenheit, schon sich das herausgebildet hat, was dann später in den Dogmen dann niedergelegt wurde. Aber das ist etwas zum Beispiel, also Sie haben ja vorhin schon hier über den guten Hirten sozusagen gesprochen, ja? Das ist ja etwas, auch Ihnen dürfte klar sein, Sie kennen sich mit den Katakomben und den Sarkophagen viel besser aus, als ich das tue. Auch Ihnen dürfte klar sein, dass wir da Bildprogramme haben, wo manchmal zwei gute Hirten auf einmal da sind, ja? Wo wir heute sagen, das ist noch nicht der gute Hirte im christlichen Sinne, sondern der pagane Schafträger, den wir auch in der paganen Ikonografie in bukolischen Szenerien durchaus haben. Das sind Varianten, die sich hier abgebildet haben, aber innerhalb immer des christlichen Milieus. Dass es da eine Variation gab, dass es hier unterschiedlich ausgeformt hat im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte, das ist klar. Aber das frühe Christentum, da insistiere ich drauf, das musste sich nie einer anderen Symbolwelt bedienen, einer anderen Ikonografie. Sie hat sich bewusst davon abgegrenzt und eine neue Tradition herausgebildet. Ich glaube, an dem Punkt werden wir nie zusammenkommen, würde ich sagen. Und ich glaube, da müssen Sie auch einfach erkennen, dass Sie da überholt sind und dass das einfach nicht mehr Forschungsstand ist. Und Sie haben ja auch zum Beispiel solche Sachen wie die Hauskirche von Dora Europos, ja, das, wo wir ja eigentlich jetzt die frühesten Malereien haben, schon lange. Mhm. Das haben Sie überhaupt nicht rezipiert. Ja, und aus einem ganz bestimmten Grunde nicht. Weil Sie davon ausgehen, dass es im Orient schon eine eigenständige christliche Tradition gab. Aber meine Forschungen haben bewiesen, dass in Rom sich die Qualität und die Vielfalt
der christlichen Ikonografie herausgebildet hat. Und Rom als das Zentrum hat dann abgestrahlt in die römischen Provinzen. Okay. Das, was Sie hier gefunden haben, im Orient, in den Provinzen in Nordafrika und überall, ist immer abhängig von der römischen Kultur. Also das heißt, Sie sagen, alles entsteht in Rom, als der Nabel der Welt, und dann wandert das. Es war ja auch die Hauptstadt des Römischen Reiches. Und dort gab es einen Kulturtransfer, der von der Hauptstadt, vom Zentrum des Reiches dann sich ausgebreitet hat in die Provinzen hinein. Also Sie haben ja auch tatsächlich, Rom ist ja für Sie auch persönlich, glaube ich, so ein ganz wichtiger Ort. Sie sind dorthin gekommen, wollten nur 2 Jahre, glaube ich, bleiben. Ich wollte nur 2 Jahre bleiben, aber ich habe mir schon immer gesagt, die Spuren des frühen Christentums in Rom zu erforschen, dazu bin ich berufen. Und das habe ich geschafft, als ich dann mich habe freistellen lassen von meiner Diözese in Olmütz und bin dann dort als Stipendiat hingekommen und habe dort dann Jahrzehnte meines Schaffens verbracht, eigentlich bis zu meinem Tode. Ja. Nur mit kurzen Unterbrechungen, ja, bedingt durch die politischen, ja, Veränderungen im Ersten Weltkrieg. Darf ich Ihnen noch eine Zigarette anbieten? Ja. Ich sehe auch Ihre, neigt sich die Wende, ja, entgegen. Richtig. Wissen Sie, jetzt, ich war dann zum Schluss in der Anima in Rom und da durfte man nicht rauchen. Ach wirklich? Ja. Sehen Sie, Sie kommen hier zu den Protestanten und schon sind Genussmittel jeglicher Couleur erlaubt. Ich merke es. Wissen Sie, ich habe mir immer wieder auch gedacht, wie man diese Forschungen voranbringen könnte, und mir war es auch ganz wichtig, ich habe gesehen, dass meine Vorgänger und auch die anderen Archäologen, auch im Vatikan, ich möchte da nicht nur die Protestanten in den Blick nehmen, das ist sehr nett, sondern auch meine katholischen Kollegen, die haben immer Irrtümer verbreitet. Und das war nur dadurch bedingt, dass sie versucht haben, andere Interpretationen hineinzubringen und versucht haben, andere Deutungsmuster auf diese Abbildungen zu legen. Warum sollte man das auch? Das sind einfache und klar strukturierte Bilder, Motive, die leicht zugänglich waren für die Zuseher. Und das war wichtig, das nochmal in den Vordergrund zu rücken. Also das heißt, Sie gehen davon aus, wenn man unterschiedliche Bedeutungsebenen ausmacht zum Beispiel, dann ist das, ja, gleich ein Fehler, weil es nur eine eindeutige Wahrheit geben kann in den Bildprogrammen. Natürlich. Natürlich. Ja, Sie sagen natürlich, wir sagen heute ist überhaupt nicht natürlich, ja. Da haben Sie also wieder etwas, einen Fehler gemacht, dann, den ich revidiert habe und den Sie anscheinend jetzt wieder nach mir dann aufgenommen haben. Das heißt, die Forschung hätte eigentlich stehen bleiben können, als Sie Ihre 3 großen Werke veröffentlicht hatten, war alles gesagt? Natürlich nicht. Es gab dann auch noch andere. Dann mein guter Freund Johann Peter Kirsch hat auch in die Richtung gearbeitet, hat gute Werke dazu verfasst. Aber ich habe gesehen, dass halt viel Unfug verbreitet wurde. Und das habe ich dann auch durch meine Interpretation, durch meine Werke dann versucht, dann zu erhellen, was ich auch geschafft habe. Warum sonst wurden mir Orden und Verdienste auf der ganzen Welt gegeben? Tja, das bleibt jetzt Ihre Meinung, muss man ganz klar sagen. Sie waren Schüler von De Rossi. Mhm. Obwohl ich auch eigenständig gearbeitet habe, ich habe De Rossi bewundert, was er geleistet hat. Er hat die moderne christliche Archäologie als Wissenschaft begründet. Aber ich habe noch meinen eigenständigen Zugang gehabt, weil durch meine Arbeiten, durch meine, die mir auch sehr viel abverlangt haben, die habe ich es geschafft, diese Bände zu erzeugen, die sonst in der Qualität nirgends erreicht worden sind. Man liest auch immer wieder, Sie hätten sich sozusagen Ihre Gesundheit ruiniert bei Ihrer Arbeit. Ja. Das klingt, ehrlich gesagt, ich meine das jetzt nicht böse, schon sehr nach einer Hagiographie. Würden Sie sich als Märtyrer empfinden? Wissen Sie, ich möchte von einer Anekdote erzählen, als ich die Priscilla-Katakombe zugänglich gemacht habe. Da durften wir nicht hinein durch den direkten Zugang, sondern ich musste mich durch das Nachbargrundstück hindurchwühlen. Ich habe also die ersten Fotos auf dem Bauch liegend unterirdisch gemacht und angefertigt. Das war mein Verdienst, dass ich hier mit aller Inbrunst und mit allem wissenschaftlichen Ernst, was ich vielen meiner Kollegen abgesprochen habe, habe ich versucht, hier diese unübertroffenen Abbildungen und Kopien anzufertigen. Also das heißt,
Sie würden sich vielleicht schon in so eine, ich meine, Sie befinden sich ja nun auch an den Grabstätten des frühen Christentums und haben Sie das schon so empfunden, dass Sie da quasi auch eine Art ein Martyrium in Kauf genommen haben für die Sache? Ich will es nicht Martyrium nennen, aber wissen Sie, ich bin einfach aufgewachsen. Ich komme aus Oberschlesien, bin dort unter einfachsten Verhältnissen als Bauernsohn aufgewachsen und habe immer auch ein spärliches Leben geführt. Zuerst in der Akademie, als mich De Wall geholt hat nach Rom und später dann auch, dann, als ich die letzten Jahre dann als Pensionär dann gelebt habe. Ich habe nie ein großes Einkommen gehabt. Meine Stellung als Protonotar war geringfügig dotiert. Und das war aber mir nicht wichtig. Mir wurde eine Professur angeboten. Ja. Mir wurde sogar das Bischofsamt in Breslau angeboten. Das habe ich immer abgelehnt. Mir war es immer wichtig gewesen, dass ich genügend Zeit und Energie finde, um meine Forschungen in Rom durchzuführen. Ja. Ja. Und da war ich ja auch am Nabel der frühchristlichen Kultur. Und das habe ich auch in einer Breite dargestellt. Ja. Wenn Sie die letzten Lebensjahrzehnte, ich habe mit 68 Jahren begonnen, erst die Sarkophage aufzunehmen. Da gehen andere in den Ruhestand. Ja, da habe ich erst begonnen und bin nochmal herumgereist, obwohl ich nie gerne Rom verlassen habe. Die größte Zeit meines Lebens und meines Forschungs und meines Denkens war in Rom. Ja. Tatsächlich muss man sagen, Sie haben ja eigentlich ikonografisch auf allen Ebenen sich betätigt und haben eine wahnsinnig umfangreiche Aufnahme von unterschiedlichen Gattungen gemacht. Ich weiß, Sie waren in den Katakomben. Ich habe die kirchlichen Bauten in Rom, auch in Ravenna und an anderen Orten versucht zu belichten und abzubilden. Ja. Das war mir sehr wichtig. Sarkophage haben Sie auch gemacht? Da bin ich sogar mal für meine Verhältnisse weit gereist. Bin nach Frankreich gefahren, nach Spanien, einen kurzen Abstecher in Nordafrika getan. Und da hat sich auch wieder bewahrheitet, dass all diese Orte von der römischen Kultur abhängig waren. Und wo das nicht der Fall war, natürlich habe ich solche Darstellungen gesehen, auch aus dem Orient, wie der Kollege Schulze, den ich dafür auch kritisiert habe, oder dann Strigowski, der dann andere koptische Malereien dann herangezogen hat. Aber da zeigt sich, wo es uneindeutig wird, da kam es zu einem Abfall von dieser römischen Brillanz. Und allein das ist der Grund, warum es dann nicht mehr eindeutig war. Aber alles, was auf das römische Kulturprimat zurückgeht, das hängt davon, zeigt wiederum eine Klarheit, wie wir es dann als christliche Archäologen, wie ich es dann gezeigt habe, auch in meiner Interpretation. Ja, ja. Also ich kann Ihnen sagen, Herr Wilpert, dass wir tatsächlich heute, wenn wir über christliche Archäologie und über die großen Forscher sozusagen sprechen, dann fällt Ihr Name immer. Das kann ich Ihnen sagen. Ja, das ist schön, dass Sie sich das denken können. So habe ich Sie auch eingeschätzt. Aber das ist tatsächlich auch immer noch so. Vor allen Dingen aber tatsächlich weniger für Ihre Interpretation als vielmehr für Ihre Abbildungen, die einfach großartig sind und die wir immer noch nutzen. Und da haben Sie wirklich einen reichen Schatz hinterlassen. Obwohl meine Interpretation auch sehr wichtig war, weil ich es geschafft habe, endlich klare und eindeutige Interpretation zu den einzelnen Gemälden anzufertigen und die wiederum zu verbinden und hinauszuführen dann in die aktuelle, in die gegenwärtige Praxis meiner römischen Kirche. Das möchte ich, glaube ich, an dieser Stelle einfach mal so stehen lassen, würde ich sagen.